Selbstvertrauen. Schau dir mal dieses Wort genau an. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen heißt nichts anderes, als in sich selber zu vertrauen. In deine Fähigkeiten zu vertrauen. In dein Handeln zu vertrauen. In deine Entscheidungen zu vertrauen. Wie fest vertraust du in dich? In deine Fähigkeiten, in dein Handeln und in deine Entscheidungen. Selbstvertrauen heißt auch, sich selber mehr zu vertrauen als den Meinungen und Ansichten der anderen. Schließlich heißt es ja nicht Fremdvertrauen. Viele glauben, dass Selbstvertrauen die Grundlage von Erfolg ist. Wenn man es jedoch genau betrachtet, entsteht Selbstvertrauen erst durch Erfolg. Also wenn du jetzt Angst hast, dies oder das zu tun, dann musst du deine Komfortzone verlassen, dass das Selbstvertrauen überhaupt entstehen kann. Denk daran, Selbstvertrauen hast du nicht einfach so, sondern Selbstvertrauen ist die Folge deiner getroffenen Entscheidungen und gemachten Erfahrungen. Wenn du also zögerst, keine Erfahrungen machst und dich ständig in deiner Komfortzone versteckst, wirst du kein Selbstvertrauen aufbauen können. Also triff eine Entscheidung, verlasse deine Komfortzone, mach Erfahrungen und frag dich danach, was ist daraus Positives entstanden? Was war positiv? Und geh genau das nochmals vor deinem inneren Auge durch. Wenn du diesen Prozess immer und immer wiederholst, kannst du gar nicht anders, als mit der Zeit immer mehr in dich selber zu vertrauen.